Moin Moin Kratujane und herzlich willkommen zu unserer neuesten Schiffsvorstellung. Auf dem offiziellen Dev-Blog von Wargaming wurde angekündigt, die Schill, ein deutscher T8-Kreuzer, der tatsächlich eine Weiterentwicklung ist von der Graf Spee. Graf Spee T6 angesiedelt, konnte man sich vor Jahren mal kostenlos erspielen und ein verdammt guter Kreuzer in den richtigen Händen. War immer die Besonderheit, dass man recht hohes Kaliber hatte. Die Schill selber jetzt hier auf T8 angesiedelt und, ich muss schon mal so ein bisschen spoilern, wenn das Schiff so bleiben sollte, es ist ja alles noch Work in Progress, steht da immer mit bei, sprich kann sich alles noch ändern, aber sollte das Schiff so bleiben, wie sie es jetzt hier angekündigt haben, wird die ganz schön Probleme kriegen, muss man wirklich sagen. Wenn neue Schiffe kommen, die neuen Spanier haben sie auch schon vorgestellt etc., aber wenn neue Schiffe kommen und Deutsche dabei sind, ich zeige immer erst die Deutschen, ist ja klar, deutsche Community, ich will auch wissen, was die neuen Deutschen so können und daher gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Geschichtliches haben wir dabei, da gehe ich jetzt nicht drauf weiter ein. Ich werde alles unter das Video, werdet ihr in der Kommentarsektion, werdet ihr das alles finden, das ist auch alles auf Deutsch übersetzt. Der Grund für den Schiffsnamen ist ja auch nochmal erklärt, das werdet ihr dort alles dann finden. Für uns jetzt interessant ist dieser Absatz hier. Wir haben 6 283 mm Hauptbatterie Geschütze. So, wir gucken mal. Vorne ein Drillingsturm, hinten Drillingsturm. Ist nicht viel, ist wirklich nicht viel. Da denkst du schon, ach du Scheiße. Ja. Wir haben eine sehr gute Genauigkeit. Wir haben hier Schlachtkreuzer-Niveau von der Genauigkeit her. Allgemein kannst du das Ding als Schlachtkreuzer hier auch sehen. Lebenstechnisch, panzerungstechnisch, hauptbatterietechnisch ist das hier ein Schlachtkreuzer. Damit lässt sich eigentlich gut arbeiten. Wenn man nicht so eine komische Turmanordnung hätte. Wenn wir wenigstens 3x3 hätten, weil sie hier vorne 2 Dreier und hinten 3er oder hier noch ein 2er mit beides wenigstens 5 Schuss vorne hätten. Diese Aufteilung hier ist Murks. War bei der Graf Spee schon Murks, aber da war es noch nicht ganz so extrem. Da wurde noch nicht alles extrem bestraft. Wenn wir hier auf T8 anfangen, mit so einem Kreuzer Breitseite zu zeigen, seid ihr schneller weg, als dass ihr gucken könnt. Übel, gut. Haben wir schon mal die Hauptbatterie. Flache Ballistik, sprich hohe Granatgeschwindigkeit. Wir haben geringen Schaden pro Minute. Nicht so toll. AP-Granaten verursachen hohen Schaden. Sprenggranaten haben gute Durchschlagskraft, verursachen aber nur geringen Schaden. Ist wie bei allen Deutschen im Groben. Wir haben sehr viel Leben, gute Panzerung und gut geschützte Zitadelle, aber eine schlechte Tarnung. So, da müssen wir uns das jetzt mal im Detail auf jeden Fall mal angucken. Die Schill, meine Freunde. 56.800 Leben. Schöner Wert für einen T8-Kreuzer. Panzerung bis 27 mm. Erschreckt auch die meisten nicht wirklich. Doch, gerade was Zerstörer angeht, manche Kreuzer etc., da habt ihr denn doch mal die Möglichkeit, dass manche Granaten vielleicht nicht durchschlagen, keinen Damage machen. Und wir haben nicht den Schlachtkreuzerbrand. Wir haben 30 Sekunden Brand nur. Finde ich sehr geil. Denn, gibt mir gleich noch einen riesen Manko, was die... Zwei Dinge, kann ich euch schon mal sagen, hat die T6-Variante davon, sprich die Graf Spee. Zwei Dinge macht die Graf Spee tatsächlich sogar besser. Und die zwei Stufen drunter. Hauptbatterie, wie gesagt, 283 mm, 2x3. Reichweite 17,3, damit lässt sich arbeiten. AE-Damage 3,2, AP-Damage 8,4 bei einer Zitadelle. 910 Meter pro Sekunde bei beiden ist okay. HE-Durchschlag 71 mm, auch geil. Und Brandwahrscheinlichkeit 20%. Kann man also beides einfach sinnvoll irgendwie nutzen. Nachladezeit 16,5 Sekunden. Wir haben T8, wir können die Nachladezeit nicht runtersetzen, außer mit Adrenalinrausch. Bei 6 Schuss ist 16,5 ehrlich gesagt nicht so super geil. Aber man muss bedenken, wir haben auch 283 mm. Turmdrehgeschwindigkeit ist geil. 25 Sekunden kannst du nicht meckern. Streuung 152 Meter. Sigma-Wert 2,0. Traumhafter Wert. Also die 6 Murmeln, da werden auch 4 von 6 immer mal im Durchschnitt ankommen. Damit lässt sich arbeiten, wenn du halbwegs weißt, wie du vorhältst. Anti-U-Boot-Bewaffnung. Ganze 7 Kilometer Reichweite. Vergessen wir sofort wieder. Krepp. Torpedos. Jetzt der erste Punkt, was die Graf Spee besser kann. Wir haben 2x4 533 mm Torps, Damage 13,7 leider nur, 6 km Reichweite. 64 Knoten schnell ist okay. Sind tatsächlich nur Torps, wo du mal, wenn du irgendwo nach vorne pusht oder der Gegner tatsächlich in den rein pusht, dass du mal irgendwie Breitseite zeigst und dann die Torps raus. Der Torpwinkel wird auch sehr bescheiden sein, vermute ich mal. Ähnlich wie bei der Graf Spee. Und nun ja, die T6-Variante, die Graf Spee, hat 8 km Torps übrigens. Einer der wenigen Kreuzer, einer der wenigen Schiffe überhaupt bei den Deutschen, die mal weg sind von diesen ollen 6 Kilometer Torps, die hat 8 Kilometer. Das heißt, wenn die beide gegeneinander kämpfen, könnte die Graf Spee früher torpen. Was ganz schön traurig ist, muss man leider wirklich sagen. Sekundäre geht auf 7,6 Kilometer los. Wir haben 2x350er sogar, das ist ganz nett. Aber ehrlich gesagt, die Anzahl, das ist nicht besonders viel. Wenn die Schrott sind, sind sie Schrott. Und groß die Sekundäre ausbauen, ist auch nicht möglich. Und ganz ehrlich, bei der Turmanordnung, wie wir es hier bei der Schill gerade haben, möchte ich gar nicht nach vorne in den Nahkampf. Wir haben eine Hauptbatterie, die sehr genau ist, gute Granatgeschwindigkeit, sprich brauchen wir nicht weit vorhalten.
Damit wollen wir snipen. Damit wollen wir wie Schlachtkreuz etc. Flanken einnehmen und von der Flanke alles Breitseite denn wegnudeln. Das wollen wir machen. Flugabwehr. Was haben wir hier? Explosion in einer Salve 6. Trefferwahrscheinlichkeit 90%. Und was gibt's hier noch? Kontinuierlicher Damage im Nahkampfbereich. Kurze Distanz 207 gerade mal. Die Flak ist so mittel bis schlecht. Damit können wir niemanden groß erschrecken. Ich meine, wir haben defensives Flakfeuer dabei, aber naja, ihr wisst, wie es läuft. Kriegst du denn statt einem Flieger, kriegst du denn drei abgeschossen und die restlichen 20 greifen dich trotzdem noch an. Kennen wir leider alle. Sieht hier nicht groß anders aus. Gott, scheiß auf die Flak. Höchstgeschwindigkeit 32,5 Knoten. Angenehme Geschwindigkeit. Wendigkeitsgrad ist 760 Meter, Ruderstellzeit 12,4. Nicht so super agil, wie ich es gerne hätte. Das sind schon fast Schlachtschiffwerte hier. Erkennbarkeit 14,5. Tarnungsmodul können wir einbauen. Wir können noch die Tarnung skillen. Kommen wir auf den Wert, damit lässt sich arbeiten. Sagt mir aber auch, okay, mit diesem Schiff soll ich auf keinen Fall nach vorne. Trotzdem ist es nicht so schlimm, wie oben angekündigt. Sie hat zwar keinen guten Tarnwert, aber schlecht ist der auch nicht. Damit lässt sich arbeiten. Wir kommen auf 12, irgendwas oder 11, irgendwas. Damit lässt sich noch arbeiten. So. Dann haben wir noch hier Verbrauchsmaterialien. Jetzt kommt gleich der zweite Punkt, wo die Graf Spee auf Stufe 6 tatsächlich besser ist. Schadensbegrenzungsteam dabei, hydroakustische Suche dabei. Wir haben die 6 Kilometer Hydro, die richtig gute haben wir hier. Geil. Defensives Flakfeuer dabei und ein Fighter, sprich ein Kämpfer. So, was fehlt? Genau, die Heilung. Sie haben die Heilung vergessen. Das heißt vergessen, sie haben sie nicht gegeben. Wir haben hier tatsächlich viel Leben, panzertechnisch okay. Aber wir haben nichts, um dieses Leben irgendwie nochmal hochzuheilen. Das ist eher untypisch bei diesen Schlachtkreuzern. Weil gerade die bringen immer die Heilung mit. Dass man so den Schlachtschiff spielt, ist ja so ein Hybrid eigentlich aus Kreuzer und Schlachtschiff, dass du diesen Spielstil so ein bisschen übernimmst und durch die Heilung dich halt nochmal hochheilen kannst. Gewisse Sachen denn, weil du recht groß bist, recht träge. Und das bedeutet, die Schlachtschiffe werden dich sehr einfach, wirklich, werden sehr, sehr einfach bei dir Damage machen können, dass man da nochmal gegenheilen kann. Das hat sie nicht. Wir haben die 6 Kilometer Top statt die 8er und wir haben keine Heilung statt einer Heilung. Die Graf Spee auf T6, so gesehen, eigentlich steht fast besser da. Hat auch die 283er Türme ballert mit denen um sich. Das waren die Scharnhorst-Türme, glaube ich, immer. Natürlich sei die Nachladezeit höher, aber im Endeffekt weiß ich jetzt nicht, wo hier der große Vorteil sein soll, bin ich ganz ehrlich. Nachladezeit ist zwar nett hier die 16,5, aber so wie sie derzeit hier vorgestellt hat, muss ich wirklich sagen, möchte ich sie nicht spielen. Wirklich nicht. Bei T8, okay, wir kämpfen mal gegen... Ach, seht ihr, könnte sogar mal passieren. Die Graf Spee könnte sogar mal auf die Schild treffen, das ist ja auch lustig. Wir kämpfen hier ab und an mal gegen andere Achter, gegen Siebener, gegen Sechser. So, nun wissen wir aber, wie das wirklich läuft. Wir kämpfen in 5 von 7 Runden, kämpfen wir gegen T10, gegen T9 und 3 Achter sind in der Runde und du gehörst dazu. Das sind nämlich die Runden, die kommen werden. Und wenn ich bei diesem Ding hier, muss drüber nachdenken, wie es ist, wenn eine Izumo, eine Yamato, eine Republik und sonst was auf mich sniped, irgendwo rüberballert. Und ich verliere damit den Salven 10.000, 15.000, 20.000 Leben. Oder selbst wenn es bloß 5.000, 6.000 sind und ich habe nichts mehr, um gegenzuheilen. Tarnwert ist so lala. Ich selber habe bloß die 3 Schuss vorne. Musste also voll Breitseite zeigen, um wirklich mit allen Geschützen ballern zu können. Schwierig. Muss ich echt sagen. Schwierig. Ich bin da nicht so ein riesen Fan von. Schade eigentlich. Schade. Mich wundern, ich habe gerade immer diese Musik bei mir ein bisschen leiser gemacht. Die donnert ganz schön auf die Ohren. Ich bin da kein Riesenfan von. Sehr ärgerlich. Ich hätte mir vorne 2, hinten 2, 2 Zweier, 2 Zweier, so vielleicht noch, so wie die anderen Schlachtkreuzer haben, auch auf T9. Aber hier, so wie sie jetzt gerade ist, gefällt sie mir nicht wirklich. Ist aber noch Work in Progress. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie die so ins Spiel bringen. Ich meine, das habe ich auch bei der Gings noch hier, bei der Schröder gesagt, weil die deutlich schlechter war als die EG und die Siegfried. Aber wenn ich mir das jetzt überlege, wir sind hier auf der Stufe. Was fährt denn noch so rum auf der Stufe? Was haben wir hier für starke Schiffe? Schlachtschiffe haben wir eine Menge. Wir sind auf der Stufe, wo eine Atago rumfährt. Wir sind auf der Stufe, wo eine Mainz rumfährt. Wo eine Bajar rumfährt. Haben wir große Schlachtkreuzer da? Was ist die Constellation? Constellation war es, glaube ich, nicht? Die 8. Alaska? Fährt hier rum. Und dann kommen wir hier an mit einer Schill, die vorne 3 Murmeln hat, die Richtung Gegner schicken kannst. Ohne Heilung. Wo du Breitseite zeigen musst, um alle Geschütze zu nutzen. Ich weiß ja nicht. Schade. Deutsche Schiffchen. Ich hoffe mal sehr, dass sie noch nach oben balancen werden, dass das Ding noch deutlich geiler wird. Aber jetzt gerade muss ich sagen, ist das hier bloß eine Damage-Pinata, wo die Leute schnell mit krepieren werden. Auf maximaler Reichweite, das wäre hier tatsächlich 17 Kilometer.
ist es ein leichtes, dieses Schiff zu treffen. Ihr seht, sie ist riesig, sie ist lang. Sie ist relativ träge. Und wenn das Ding mal irgendwo Breitseite zeigt, dann gib ihm und weg. Naja. Schade. Schade. Hat er Potenzial oder hat Potenzial? Und ich brauche das ja hier nicht jetzt schlecht reden. Wie gesagt, rein balance-technisch kann sich ja nochmal alles ins Positive entwickeln. Aber jetzt vom aktuellen Stand her wäre das Ding hier nicht zu gebrauchen, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele viel T8, T9, T10. Ich weiß auch, was auf den Runden abgeht. Und ich muss ehrlich sagen, selbst mit meinen Siemer, wenn ich mit der Nagato rumfahre, wäre das für mich hier ein gefundenes Fressen. Wenn das Ding einmal Breitseite zeigt, versucht wegzukommen, ist der tot. Der ist tot. Kann man nicht anders sagen. Eure Meinung zu Schill, gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren. Zu den ganzen anderen Schiffen gibt es jetzt in den nächsten Tagen noch was. Wir haben die ganzen Spanier hier noch. Wir haben noch eine Niederländer T9, der ist sehr interessant. Und eine Lüschun, die ist nicht so interessant. Aber ich wollte euch erstmal natürlich das neue deutsche Schiff hier präsentieren, weil das ist für uns ja immer so das Interessanteste. Ne? Nächste werden wahrscheinlich die Spanier sein und die anderen kommen dann auch alle nach und nach. Könnt ihr euch doch freuen. Jetzt aber in die Kommentarsektion. Lest euch mal durch das ganze Geschichtliche zu dem Namen etc. Und haut mal in die Tasten. Wie findet ihr die Schill bisher? Erster Eindruck von der Schill? Soll das Schiff so kommen? Kommt mir jetzt nicht wieder, alle deutschen Schiffe sind schlecht, das ist Bullshit. Die deutsche Nation hier im Spiel hat unglaublich geile Schiffe, da brauchen wir nicht drüber streiten. Und die Schill selber wird hoffentlich von Wargaming aus nochmal ein bisschen nach oben gedrückt vom Balancing her. Ich meine, vielleicht habe ich ihre Stärken jetzt auch irgendwo übersehen, aber so im Großen sehe ich hier gerade nur Schwächen, bis auf die Hauptbatterie. Und selbst das können andere auf der Stufe schon besser. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder hier bei Team Kratos.